Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer wundervollen weiteren Folge des Classic Mondays. Heute habe ich für euch mal ein Paladin-Deck vorbereitet, weil ich dachte, wir hatten jetzt schon Schamane, wir hatten schon Druide, wir hatten, glaube ich, schon Schurke, Hexenmeister, Mage, ich weiß es gar nicht mehr was. Aber Paladin hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Und dieses Deck ist halt einfach so, wie man sich den damaligen klassischen Paladin eigentlich vorgestellt hat. Relativ aggressiv, möchte ich mal sagen, mit guten Finishing-Tools wie Avenging Wrath, True Silver Champion oder Leroy Jenkins. Alternativ dazu hat man halt auch die Knife Juggler Combo hier mit drin. Man spielt also ganz viele One- oder Two-Drops raus, vorher den Knife Juggler und der wirft halt dann Messer dem Gegner ins Gesicht. Wichtig ist auch noch zu wissen, dass im Classic gerade eher so ein bisschen midrangiger bis late-gamigere Karten unterwegs sind. Das heißt also, Divine Favor ist einfach eine unglaublich starke Karte, weil ihr so viele Karten zieht, wie der Gegner Handkarten hat. Heißt also, ihr spielt alles raus, spielt Divine Favor, gewinnt hoffentlich das Spiel. Ja, und dann wollen wir doch einfach mal gucken, ob das auch wirklich so einfach funktionieren kann im Classic. Und ich befinde mich, wie ihr jetzt momentan sicherlich wisst, in der Urlaubsvorbereitung. Weshalb ich ja hier so ein bisschen alternativ jeglichen Content aufnehme. Ich finde es tatsächlich schön, mich da immer so ein bisschen reinzudenken, so ein bisschen in die unterschiedlichen Decks so ein bisschen mit zu vertiefen. Das Problem ist halt nur, dass man sich dann leider nie so ganz vertiefen kann und das ist manchmal ein bisschen schade, weil man sich doch wünschen würde, dass man halt in gewissen Situationen halt einfach ein bisschen mehr Zeit hätte, die Decks zu spielen. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Starthand, Leute. Ich habe Turn 1 habe ich Argent Squire, Turn 2 kommt erstmal King Mugler raus. Und King Mugler zusammen mit Divine Favor ist halt einfach unglaublich strong. Vor allen Dingen da, oh, er spielt Alright. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Er spielt Secret Mage im Classic. Oh mein Gott, was ist denn sein Problem, Leute? Was ist denn nur sein Problem? Ich meine, prinzipiell ist es für mich halt sehr, sehr schön, weil ja, also ich töte jetzt seine zwei Secret Dudes und habe damit halt gar keinen Schmerz. Die Problematik ist halt, dass ich dadurch meine Agro-Spielweise nicht so nutzen kann, wie ich es gerne machen würde. Okay, Consecration kann ich einsetzen. Ich denke, das ist der richtige Play, weil damit ist er halt jetzt unglaublich langsam. Er hat nur noch drei Karten auf der Hand. Die Secrets, das Secret ist definitiv kein Counterspell. Das heißt, es ist Ice Block oder... Oh, das ist schmerzhaft für ihn. Ja, komm, ich gebe dir mal zwei Bananen. Oh, es hätte noch der Counter sein können, gell? Das wäre gefährlich gewesen, wenn ich da jetzt ein Missplay gemacht hätte und das wäre der Copy-Minion. Dann wäre es besser gewesen, andersrum das rauszuspielen. Aber so passt es tatsächlich. Er hat jetzt einige Karten auf der Hand, was für mich sehr, sehr gut ist, weil dann spiele ich im nächsten Zug nämlich einiges raus. Frostboat, okay. Ping, okay. Zerstört ihr mir mein Board. Gib dem Dude hier die Banane. Okay, okay, okay. True Silver Champion. Yes, yes. Gute Karte. Ich hätte den Kollegen kaputt. Er ist wieder auf drei Karten. Eins davon ist eine Banane. Ich buff ihn jetzt. Ich hätte hier jetzt Face. Das Schöne ist halt, in der damaligen Meta gab es den, wie hieß das Secret nochmal? den Flame Ward. Gibt es da Gott sei Dank noch nicht. Das heißt also, mein kleines, aber feines Board ist ja eigentlich relativ safe. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, was er für einen Deck spielt. Oh, er hat einen Ooze. Das ist gemein. Das ist wirklich gemein. Banane. Ja, ich gehe hier trotzdem für den Trade. I don't even care. Knife Juggler. Put this apple on your head. Damn it.
Nein! Oh. Das war nicht gut. Das war alles andere als gut. Okay, da kommt ein Geheimnis raus. Da kommt logischerweise der Ping direkt hinterher. Consecration nicht gut, aber prinzipiell kann meine Dudes, die ich jetzt hier rausziehe, einiges machen. Aber ich hätte halt wirklich gehofft, dass das Messer einen Minion trifft, dass ich halt einen wenigstens am Start lassen kann, aber... Ja, Hearthstone sagt nein. Und ihr wisst, wenn Hearthstone nein sagt, dann ist es vorbei. Ich meine, ich baue mir prinzipiell hier immer ein relativ gutes Board aus, aber ich weiß jetzt, dass er hier einen Eisblock hat. Obwohl, es könnte auch Counterspell sein. Es könnte wirklich auch ein Counterspell sein. Ich denke, er wird jetzt halt warten. Oh mein Gott. Okay, er wird nicht warten. Das ist halt, das könnte ihm das Spiel gewinnen, wenn wir mal ehrlich sind. Das könnte ihm wirklich das Spiel gewinnen, wenn wir mal ehrlich sind. Ich benutze jetzt das Consecration, um zu überprüfen, dass es kein Counterspell ist. Es ist nämlich ein Counterspell und damit ziehe ich jetzt drei Karten und das könnte sehr, sehr wichtig sein an dieser Stelle. Das ist eine sehr ungünstige Situation, in der ich mich gerade befinde. Ich habe ihm relativ wenig Schaden gemacht. Er hat eine Isee. Oh mein Gott. Ja, das war's, Leute. Das war's. Also ich wüsste nicht, wie ich gegen eine Isera ankomme. Also ich ziehe jetzt das Equality. Ich meine, prinzipiell habe ich ein relativ großes Board. Dummerweise spielt der Paladin halt eigentlich nicht so wirklich viele gute Buffs. Ich meine, wenn ich nochmal eine Equality kriegen würde, könnte ich das Game hier reißen. Aber die goldene Isera, die ist halt super problematisch für mich. Ich wüsste nicht, wie ich die ohne Equality wegkriegen sollte. Und er hat nochmal ein Geheimnis. Das heißt aber, er muss hier wirklich, also er muss hier blank hitten, was für mich eigentlich ziemlich gut ist, wenn wir mal ehrlich sind. Er geht hier Face, okay. Nochmal eine Dream Card. Komm schon, gib mir Equality. Hammer of Wrath. Das kann ja gut sein, dass der jetzt einfach gecountert wird. Komm schon, trifft doch die Isera. Dankeschön. Ah. Ja, okay. Nochmal eine Ice Barrier. Und ich bin jetzt im nächsten Zug tot, weil ich die Minions nicht uptraden konnte. Ja, sehr, sehr schade. Also, ich hätte mal gesagt, wenn ich wirklich schneller an das Equality rangekommen wäre, wäre das ziemlich cool gewesen. Dann hätte das definitiv funktionieren können mit diesem Deck. Aber es hat leider nicht so ganz funktioniert. Vielleicht schaffen wir es ja in der nächsten Runde, dass dieses Deck hier das macht, was es machen soll. Man muss halt auch ganz ehrlich sagen, der Mage-Start war insane. Also Doppel-One-Drop into hier Dalaran Mage. Wie heißt der nochmal? Es ist halt einfach super stark. Also wenn du es wirklich schaffst, diesen One-Drop rauszuspielen, oder besser gesagt zwei One-Drops rauszuspielen, und dann halt als Follow-Up direkt erstmal Ding raushaust, ein gutes Secret, dann ist das problematisch. 100%ig problematisch. Vor allen Dingen, ich glaube tatsächlich, wenn ich ein Control-Matchup. Oh wow, das ist gut. Wenn ich ein Control-Matchup gewesen wäre, hätte er mich überrannt. Er hat so viel Tempo gehabt, er hätte die in den ersten Zügen so buffen können, dass es einfach absolut krass gewesen wäre. End turn. Coin Hero Ability. Okay. Kein Coin Hero Ability. Ich meine, das ist ein sehr, sehr aggressiver Start. Divine Favor wäre extrem wichtig. Das ist prinzipiell nicht ganz optimal. Wie viel Rüstung kriegt er nochmal? Ein Rüstung pro Minion. Ich meine, egal wo er reintradet, ich habe meinen Hammer of Wrath für den nächsten Zug. Das heißt also, da macht er dann erstmal einen Abgang. Acolyte of Pain ist auch sehr, sehr stark. Ich könnte auch Hammer of Wrath Face gehen.
Meine, vielleicht ist es wirklich mein Plan, dass ich Hammer of Wrath hier face gehe. Oh, Blessing ist gut. Ich würde mal behaupten, dass mindestens ein Minion übrig bleibt. Ansonsten habe ich halt Leeroy, Blessing of Might. Sind alleine schon richtig viele Karten. Okay, ja, die haben Board Wipe. Nee, hat er nicht. Aber er nutzt die Hero Ability, okay. Ja, an der Stelle ist es natürlich jetzt gut, einen Consecration zu nutzen. Um ihn hier wieder ein bisschen auf die... auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Er overdrawt leider noch nicht, war aber kurz davor. Okay. Also ihr seht schon, das Deck ist extrem aggressiv. Oh mein Gott, das ist halt einfach so gut. Ich nutze hier definitiv meine Quality. Dann ziehe ich erstmal jetzt 150 Millionen Karten. Face. Face is always the place. Nochmal Acolyte of Pain. Hero Ability ist gut. Geht Face tatsächlich. Okay. Ja, dann hätte ich mal gesagt, das wird jetzt Zeit, ihn ein bisschen overdrawn zu lassen. Jetzt kommt schon, tötet mal bitte die zwei Minions hier. Are you kidding me? Ja, ich möchte ihn definitiv nicht auf dem Spielfeld haben. Das ist trotzdem ein relativ guter Play gewesen hier. Brawl ist auch in Ordnung. Ich hoffe, dass ein Knife Juggler überlebt. Yes. Oh, das ist so gut. Und zwar der mit Divine Shield. Das ist halt richtig, richtig gut. Ich habe fast Liefe. Ich habe fast Liefe, Leute. Ich brauche 10 Mana, um ihn sicher zu... Oh, no. Das ist nicht cool. Shield Slam. Ja, Schätzle. Als ob er kein Shield Slam hat, Leute. Oh mein Gott. Okay, damit habe ich Safe Lethal, gell? Ich nutze jetzt hier... Das sind 8. Das heißt, ich kriege die Rüstung weg. Yes. Wegen Minions zum Ausspielen. Und Face. Nice. Okay. Schlussendlich hat es sehr, sehr gut funktioniert. Also, man muss ja wirklich sagen, Control Warrior ist ein unglaublich starkes Deck. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es mit T1 zusammen mit dem Druid. Kann man definitiv spielen, aber dass der Paladin halt jetzt hier wirklich so vorlegt und halt wirklich den Damage auch konstant rausdrücken kann, ist halt echt einfach eine schöne, stabile Sache. Und das, obwohl er hier mir ein sehr, sehr großes Board weggeht, brawled hat mit Doppel-Knife-Juggler und allem, die Knife-Juggler nicht optimal gehittet haben, konnte ich hier halt wirklich sehr, sehr viel Schaden machen. Und das ist halt mit einer der Verdienste von Divine Favor. Man muss halt wirklich sagen, diese Karte ist gegen Control-Deck einfach unglaublich broken. Wenn du diese ganzen zig Karten einfach nachziehst, dann gehst du halt einfach ab mit Aggro-Decks. Diese Karte ist einfach busted, warum ich auch verstehen kann, warum sie halt einfach nicht mehr so existiert, wenn ich mal ehrlich bin.
Gut, das soll es also gewesen sein mit diesem wundervollen Deck, mit dem wundervollen Classic Monday. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt schön in die Kommentare. Vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Das supportet mich. Und ihr bekommt euren Content. Haut rein, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.